Jump Point Civilization fertig. Bernards Star von Wolf. Okay, also kann zurückspringen. Ich sollte mir jetzt echt überlegen, welche ich stabilisieren will und welche nicht. Ich sollte eigentlich echt aufhören zu stabilisieren, bis die Voyager erstmal überall aufgedeckt hat, wo es weitergeht und so. Querverbindungen wären auch noch ganz raus, nett rauszufinden, ob es sowas überhaupt gibt. Hier bleibt erstmal da, wo er ist, in Wolf. Und guckt mal, ob der abgeschossen wird da hinten. Sonst nichts Neues. Voyager ist noch am Flitzen. Aachen, Voyager, ja, ist okay. Machen wir eher um den Sprit sorgen. Ja, geht. Okay, weiter. Wir machen auch gar keine 30-Tage-Sprünge, kann das sein? Wegen Unrest und Luna. Neuer Frachter. Okay, 25.02. 27.03. Doch, macht er. Okay. Howler hat fast keinen Treibstoff mehr und der andere auch nicht. Sollten aber doch eigentlich standardmäßig auftanken, oder? In deren Aufgabe. Das ist Cargo Fleet hier. Ja, Unload und Refuel. Ja, die Erde ist gerade wohl nur ein Ticken weiter weg, als sie sonst, also als sie zu dem Zeitpunkt war, als der Auftrag erstellt wurde. Also von dem Sprungpunkt aus. Das kann ich ignorieren. Weiter. Alpha Centauri. Och, Jungs, was macht ihr da? Warum seid ihr wieder zurück nach Alpha Centauri geflogen? Okay. Also, Cargo Fleets, ja, die haben jetzt gar keinen Sprit mehr. Earth Refuel von Colony war in euer Quickway drin und ihr habt die Sachen abgeliefert. Warum habt ihr nicht ordentlich aufgetankt? Move all. Bleibt da stehen, wo ihr steht. Tanker. Nishikago ist Soul System. Bist voll aufgetankt? Okay. Geht bitte zur. Erstmal Alpha Centauri, schon Transit. Und dann zur Flotte Cargo Fleet. Und Join und Refuel Target Fleet. Dann Cargo Fleet 2. Da steht Erde, nächstes Ziel, Refuel vom Colony. Die haben jetzt 16 und 12%. Ich gehe zur Erde. Das ist super wuselig hier. Cargo Fleet 2, da kommen sie an. Ein Tag. Cargo Fleet 2. Refuel from Colony. Cargo Fleet 2 auf dem Weg nach Wolf Herrington. Hat Cargo Fleet 2 denn sich aufgetankt? Nein, hat sie nicht. Warum nicht? Du hast dich den Auftrag gehabt, aufzutanken. Wir haben auf der Erde Refueling Stations, richtig? Also nicht, dass da bei dem Hin- und Hergeschiebe von Luna nach Erde irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, Refueling sind 22 Stück. Habe denn Sprit auf der Erde? Oh. Whoops. Das könnte sein. Okay. Cargo Fleet 2. Das können wir so als Template nehmen. Wolf to Comet One Ottomine. Remove all. Und flieg einfach nur zur Erde. Move to Location. Und warte da erstmal. Ja. Peinlich, peinlich. Zurück zu Voyager. Wie ist in.
Groombridge. Tanker has completed order and joined cargo fleet. Sollte jetzt eigentlich nach und nach aufgetankt werden. So, Cargo Fleet hat hier ist die Chicago dabei. Okay, anscheinend wird erst einer voll getankt und dann der nächste voll getankt. Kann man es irgendwie anders einstellen? Ja, hauptsächlich kriegen den Sprit. Und du bist einfach nur auf der Erde. Und 14 und 11%. Wie viel hatten die Erde jetzt? Es dauert eine Weile, bis da genug kommt. Ja, okay, wir brauchen viel mehr Fuel Refineries auf der Erde. Wird eh gerade gar nichts hergestellt, ne? Fuel Refinery. Bauen mal 50 Stück. Ist fertig in 2 Monaten. Achso, und danach Automated Mines. Ja, 50. As per standard, as per standing order, Survey Fleet is moving to Luna to refuel. Und die Sachen wurden in Luna noch nicht abgeholt. Zivilsektor, echt. Luna. Doch. Ich hätte nicht meckern sollen, der Zivilsektor hat die Sachen abgeholt. Aber anscheinend sind sie der Meinung, immer noch hier auf Luna refuelen zu sollen. Kann ich das irgendwie ausstellen? Also kann ich irgendwie toggeln, dass das hier keine Resupply Base sein soll. Also man kann sagen Military Restricted, aber das meine ich ja gar nicht. Dann kommen auch keine Zivilschiffe mehr her. Das könnte jetzt interessant werden. Ob die Survey Fleet da auftanken kann oder nicht. Und Hauler 3 und Hauler 4, das sind die, die auf der Erde gerade hocken. Nee. Die da. Lad mal auf, was du kannst. Damit die Fehlerbindung wenigstens nicht auftaucht. Durchgehend nervt. Luna Unrest. Sollte auch bald behoben sein, weil die nächsten Kampfschiffe fertig sind. Und zwar auch in 2 Monaten. Retirement, Maintenance Problems, ja. Miller exhausted auf Cyrini. Ist okay. Deshalb muss ich gleich nochmal neu losschicken. Production of Fuel Refinery completed on Earth. Sehr schön. Dann könnt ihr nochmal versuchen aufzuladen. Refuel from Colony. Und die Survey Fleet bräuchte Resupply. Okay, Cargo Fleet 2 ist fertig. Dann kann die jetzt wieder von Order Templates Wolf to Comet. Und dann Comet 1 und dann das. Ja. Okay, sehr gut. Wie viel hat Wolf noch? Oh, 262. Also ja, es kann auch gut was auf den Kometen raufgeschmissen werden. Wie schaut es bei dir eigentlich mit den Ressourcen aus? Ja, nur noch 3,1 Jahre.
Wir machen den Kometen trotzdem leer. Auch wegen Neutronium. Das ist alles super. 3,8 ist echt gut. Sollte echt mehr auf die Werte hier achten. Weil wir brauchen alle Ressourcen irgendwann für irgendwas. Und dass der einfach mal alles hat, ist auch super. 154. Und es ist auch kein bisschen verwirrend, dass wir einen Gliese A2 haben und einen Gliese A2 haben. Und das ist 892 und das ist 832. Ja. Alter. Alter. Ship Construction, Laser Defense ist fertig. Okay, dann ist jetzt hoffentlich Luna endlich mal still. Research geht weiter. Die Voyager ist immer noch dabei. Voyager. 34% Fuel. Nee, muss man kurz mit seinem Job da aufhören. Auto-Route to System. Sol. Erde. Refuel and Resupply. Und dann meldest du dich bitte wieder. Und ja, die Survey Fleet darf jetzt. Wo darf die Survey Fleet hin? Die Survey Fleet darf nach Ross. Oh, oder Wolf. Wolf ist noch komplett null. Ja, gehen wir lieber nach Wolf. Also, uraltes Aachen-Schiff, das eigentlich eingestampft werden sollte. Geh bitte nach Wolf 359. So, hier werden keine Events angezeigt. Cargo Fleet 2 ist fertig. Ah, Mist, ich habe vergessen, meine Cargo Fleet 2 Cycle einzustellen. Hm? Cargo Fleet 2, genau. Movement Order nochmal. Template. Wolf to Comet. Cycle. Und die Voyager ist zu Hause und will was machen. Kann sie aber nicht, weil nichts zu tun ist. Das heißt, du bist fertig aufgetankt und aufgefüllt und alles. Ja, nee, nicht ganz. Standing Order aus, aus. Weil wir halt nicht genug Sprit auf der Erde haben. Das muss noch ein paar Tage warten, anscheinend. Erde. Oh, bei 1,1, also 1 Million Sprit sollte für die Voyager ja nicht reichen zum Auffüllen. Mach das bitte nochmal. Movement Order, Erde. Refuel. Okay, jetzt bist du fertig, richtig? So, Voyager, dann schicken wir dich jetzt nicht dahin, wo du eben gerade warst. Sondern ich würde gerne gucken, was von Proxima Centauri noch abgeht. Also allgemein suche ich jetzt gerade Sackgassen, damit ich weiß, aus welcher Richtung ich mir keine Sorgen mache, dass davon irgendwie eine Alien-Invasion kommt oder dergleichen. Und danach können wir dann nachher noch die ganzen Asteroiden, Planeten, was auch immer scannen. Aber erstmal die Survey-Punkte. Also Proxima Centauri, unbekannter Sprungpunkt. Das ist dein Ziel, Voyager. Proxima Centauri, du Standard Transit. 10 Tage. 5. 5. Und Proxima. Usch, da kommt die Voyager angerauscht. Wir haben System of 61 Zygni. Zygni sagt mir was, aber die 61 davor nicht. Und das da hinten ist mir zu weit weg. Nee, du Voyager, guckst dir das da hinten gar nicht erst an. Du hast Standing Order, nur die Survey Locations. Also nur die möglichen Sprungpunkte von hier aus. Das Ding ist schon wieder ein Binärsternsystem, aber ohne Planeten. Und ohne Asteroiden und ohne Kometen.
Flup. Flup. Was? New Voyager 3 has run out of fuel. Oh, wo ist die New Voyager? Warum verbraucht die... Hä? Temp. Orbiting Earth. Warum verbraucht ihr dafür Sprit? Okay. Ihr Erde. So nicht der Grangepunkt hier. Erde. Refuel von Colony. Und dann bitte detachen. Und die detachen. Und die kommen alle hier mit zur Aufklärung. Genau, also haben wir jetzt drei Voyager extra, einzelne. Hm? Die komischerweise recht viel Sprit verbraucht haben. Und erst wenn der Sprit wieder voll ist, schicke ich sie irgendwohin los. Erde, kannst du noch mehr Sprit herstellen, bitte? Industry, das ist soweit schick. Fuel Refinery. 10, 30 Stück davon. Create. Ja, zum Beispiel Boronit. Habe ich vorher nie beachtet, weil es mir immer wichtiger war, mehr Fabriken herstellen zu können und mehr Automines herstellen zu können. Aber wir brauchen definitiv mehr Boronit jetzt in Zukunft, um mehr Fuel Refiners herzustellen. Weil unsere Schiffe brauchen immer mehr Sprit, weil sie immer schneller, immer weiter unterwegs sind. Achso, und warum meckert Luna eigentlich immer noch? Wir haben jetzt in der Soul Defense Fleet, die alle hier drin. Du willst nicht? Okay. Def Alpha Centauri ist, glaube ich, auch hier zu Hause. Ja, das kann mal weg. Wir haben nur eins auswärts. Und die hier sind in Alpha Centauri. Das heißt, wir können dich umbenennen nach Alpha Centauri Guard. Und das sollte eigentlich mehr als genug Feuerkraft sein, um für Ordnung zu sorgen. Da. Luna. So, ja, 262 haben wir. Oh ne, 262 brauchen wir. Wir haben nur 200. Hui. Na gut, so super viel mehr passt auf dem Mond nicht rauf an Leuten. Das sollte also bald aufhören. Hätte ich echt nicht erwartet, okay. Dann bau bitte noch zwei. Also erstmal noch einen davon. Und danach noch einen. Und dann sollte es hoffentlich reichen. Wenn wir bei irgendwann... Ich will pass auf den Mars passen, Milliarden, ne? Boah. Wie viele verdammte Schiffe brauchen wir dann, um 3 Milliarden Menschen ein Gefühl von Sicherheit bieten zu können? Es gibt noch gar keine Aliens. Wovor braucht ihr Schutz? Piraten? Huh. Na gut. Temp 3 ist komplett aus. Ja, Temp 3 waren die neuen Voyager. Die werden aber nicht aufgefüllt sein, oder? Das ist die, die gerade hier in Zygni unterwegs ist. Du hast nur 28%, du hast 0. Gib beiden nur meinen Refuel-Befehl, auf was es nicht reichen wird. Und die Cargo-Flotte. Ist jetzt voll aufgetankt. Okay, die Chicago bitte detachen. Und nach Hause schicken. Earth. Und ja, eigentlich auf der Erde auch auftanken, aber das lassen wir erstmal. Und die Cargo Fleet. Das ist jetzt die immer wieder... Hm.
Nein, das ist die Fläche, die wir gerade meinten. Du hattest vor den Job, glaube ich, Infrastruktur irgendwie hin und her zu schippern. Machst du erstmal auch nicht. Du fliegst einfach nur zurück nach Seoul und bleibst in der Umlaufbahn. Ja, also Spritmangel sorgt gerade dafür, dass unsere Expansion und der Warenaustausch nicht mehr ganz so funktionieren, wie wir funktionieren sollten. Und das wird sich in ein paar Tagen auch nicht ändern. Ne. Oh, dann machen wir jetzt 30-Tage-Sprünge und hoffen, dass es dann bald funktioniert. Ha? Cargo Fleet. Was wird bei der Cargo Fleet falsch eingestellt? Achso, ja, ist okay. Also nach Hause. Chicago ist auch schon auf dem Weg nach Hause. Sollten gleich da sein. New Voyager 3 hat nur 2% von seinem Sprit. Wieso verbrauchst du das immer wieder so schnell? Du machst doch gar nichts. Da. Seid ihr irgendwie im Trainingsmodus oder? Aufklärung, Surveillance, Engineering Survey. Irgendwie docken lassen oder sowas? Ja, ich weiß nicht. Speed 3500 Sachen. Ja, aber nicht jetzt. Nicht im Kreis. Was ist Picket? Speed 1 Kilometer. Nee. Also hier ist stabil. Hat keinen Sprit mehr verbraucht anscheinend. Corundum ganz viel, aber schlechte Accessibility. Boronit ganz viel, das ist Boronit, das was wir brauchen, um die Fuel Refiners herzustellen. Ist aber auch nicht genug. Komit. Oh, exzellent. Exzellent hatten wir noch gar nicht, oder? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Die Borg haben uns was zurückgelassen. Automated Mines, Low Fuels. Ja, das hatten wir vorher schon die Meldung. Ich nehme mal jetzt die Voyager. Ich merke mir es auch. Wir nehmen jetzt die Voyager 3 und lassen sie auffüllen. Sie sollte dann mehr haben als 2%. Und dann ist sie einfach nur bei der Erde und steht rum und macht nichts. Sie sollte keinen Sprit verbrauchen und sollte also nicht wieder in den roten Bereich kommen. 30 Tage rum. 33% Sprit, 31%. Also beide haben 30% Sprit rum und sie machen beide nichts. Scheinbar okay. Oh, die Voyager hat neuen Sprungpunkt gefunden. Gleich durchspringen. Tritanium. Voyager 1. Hast du 89% Sprit? Ja, komm. Remove all. Unexplored. Standard Transit. Miss. Neues System
in 359. Oh, wir haben gerade eine Verbindung gemacht, oder? Ja, haben wir. Also keine besonders wichtige oder so Verbindung, aber man kann von Wolf 359 über Zygni abkürzen nach Proxima. Zygni haben wir noch. Gehen wir nach Zygni. Wir sind in Zygni. Wo ist die Voyager gerade? Also. Zygni müsste gescannt werden, ist aber leer. Und Wolf müsste auch noch gescannt werden, ist aber 44%. Gehen wir dann zurück nach Wolf. Ja, das müsste alles noch gescannt werden. Und Zygni müsste auch gescannt werden. Haben wir noch ein Aufklärungsschiff? Ja, ja, dann Voyager, aber die sind noch am Auftanken. Was mit der Survey Fleet? Die ist in Wolf unterwegs. Und ist im Scan. Ja, okay. Mist, wo habe ich jetzt die Voyager 1 hingeschickt? Wo ist die Voyager 1? Die Voyager 1 ist in Wolf 359. Auch. Ja, okay. Dann darfst du hier wieder deine Survey-Dinger machen. Raus. Wolf 359. Und mal 5-Tage-Sprünge. Nom, 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 nom. Science Team hat was erforscht. Dann darfst du. Oh, der hat schon das nächste angesprochen. Warum wurden wir dann benachrichtigt? Und wir sind im Surveying von Wolf 359 durch und hier ist gerade nichts mehr. Jetzt die Forschung mal durch, ne? Ja, okay. Dann Power Propulsion. Können wir. Oh ja. Fuel Production. Das ist super wichtig. Wie wir gerade festgestellt haben. Also bitte jetzt Fuel Production machen. Und. Die Voyager 1 hat noch 63% Sprit. Und wir können jetzt. Also hier ist quasi eine Sackgasse. Ne, wobei Zygni haben wir nicht zu Ende gemacht. Ja, dann geht die Voyager 1 mal nach Zygni und checkt da zu Ende. Sonst geht's Groombridge weiter. Du geh bitte nach Zygni und mach da dein Spiel. Und wir warten schon mal in Zygni, dass hier die Punkte abgegangen werden. Oh. Labor übrig. Da. Bitteschön. Gravitational Survey completed. Nein. Achso, in 359. Ja, die Aachen hat da gerade nichts zu tun. Dann kann die Aachen auch hier rüber kommen. Nach Zygni und damit helfen. Ich hoffe, die teilen sich das einigermaßen ein. Oh, nein, kann sie nicht, weil sie keinen Sprungantrieb hat. Aachen kann auch nicht nach Groombridge. Aachen kann nach
Kann sie auch nirgendwo durch. Kannst nach Ross. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo es noch hin kann. Und Gliese, was andere Gliese. Survey Fleet does remove all. So. Geh mal zum anderen Gliese und mach da das. Okay.